Hallo liebe Camper, ähm, hier ein wieder mal kleines Abendvideo, ein relativ kurzes wahrscheinlich, von Mika Caravan. Ich habe einen wunderschönen Kastenwagen da und den wollte ich euch jetzt einmal zeigen. Da verbauen wir gerade aktuell eine Diesel-Luftheizung von der Firma Ebersbecher und da wollte ich euch mal dran teilhaben lassen. Und dann haben wir noch eine Kleinigkeit ähm, von Gestern hat der Camper Tobi auf seinem Kanal ein Video, ein Livestream gemacht. Und nein, das stimmt nicht, das war heute und ein Livestream gemacht. Und da hat er seine Produkt oder Produkt vorgestellt, für dem ich auch mega begeistert bin. Und zwar ist das ein Luftfilter für die Truma Auslässe, weil die Truma natürlich durch die Luftheizung oder durch die Luftgebläse den ganzen anfallenden Staub permanent in der Luft rumwirbelt. Und das ist natürlich wirklich extremst. Und äh, da haben wir auch schon einige Tests gemacht. Und äh, der Tobi erklärt es auch ganz toll auf seinem äh, Livestream, wo er da gemacht hat. Also geht ruhig mal auf seinen Kanal. Die meisten von euch kennen ihn eh. Und äh, da erklärt er das richtig, wie das funktioniert und äh, tut's auch vorführen. Und ich kann nur jedem empfehlen, also wirklich da sich solche Filter zuzulegen. Schaut euch das einmal an. Ich verlinke euch auch den Link zu den Filter äh, unter unserem Video, weil also da bin ich als Fachmann und Monteur äh, von der Heizung als solches und weiß ja, wie die funktioniert, mega begeistert. Dass jetzt so ein Filter gibt, der schon lang überfällig war, äh, gerade in dem Mikrostaubprozess, wo die Heizung immer wieder in die Luft bläst, das verbessert die Luft im Fahrzeug um ein Vielfaches. Äh, gerade es gibt viele Menschen, die empfindlich sind mit verstopfter Nase und so weiter. Also da ist es wirklich wirklich äh, ratsam, diese Filter zu nehmen und Schaut euch das an, das ist eine ganz tolle Geschichte. Link unten bei Camper Tobi auf dem Kanal gucken und jetzt gehen wir mal kurz zu unserem Fahrzeug, was ich euch heute noch zeigen möchte. Da nehme ich euch jetzt mal mit wieder auf die Hand und dann laufen wir hier einmal quer wieder mal durch unseren Shop und da steht er schon ein wunderschöner grauer Sun Camper Sun Camper Edition. Das Fahrzeug sieht man nicht ganz so oft, was also, mir von Haus auf schon mal total aufgefallen ist, schaut euch mal die Reifen an. Äh, die Felge ist phänomenal. Also, die ist richtig krass cool. Ähm, der Reifen ist der Hammer. Die Felge ist der Hammer. Ähm, also, dann auch hier mit der, mit der Verbreiterung dementsprechend, weil der Reifen natürlich echt, echt ein Schlappen ist. Und also, ich finde es. Krass, also das schaut richtig scharf aus. Ich blende euch hier mal ein, die Marke. Ähm, also ich finde es echter Hammer. 255, 55 R18. Ähm, krass, 18 Zöller. Also steht dem Auto total gut und ich finde es einfach nur richtig cool. Und wir verbauen jetzt da ein paar Sachen da drin. Ich zeige euch das mal auch kurz von innen, weil das ist eigentlich echt ein schickes Fahrzeug. Ähm, bitte nicht wundern. Wir sind jetzt gerade hier noch mit im Aufbau. Ich mache mal das Licht an. Also der Querschnitt hinten haben wir ein Doppelbett, also sprich ein Stock. Doppelstockbett, also ich kann oben schlafen und kann unten schlafen für vier Personen, überhaupt kein Problem. Gerade für die Kids und so weiter, also echt geschickt. Ähm, was machen wir hier an dem Fahrzeug? Wir verbauen eine Dieselluftheizung, die haben wir hier schon äh, verbaut. Und zusätzlich bauen wir noch die Toilette um, da komme ich gleich noch dazu. Dieselluftheizung sehen wir hier. Wie haben wir die verbaut? Ihr seht es, unterm Beifahrersitz, laut Kundenwunsch. Wir machen hier zwei Auslässe rein und äh, hier kommt nur Schlauch drauf äh, mit einem Abzweig, damit man natürlich hier die Auslässe dementsprechend verwirklichen können. Er möchte gern zwei haben, dass die einmal hier die Nette reinbläst und einmal hier in die Richtung bläst. Das ist eine geschickte Lösung. Das ist eine 2 kW Heizung, die macht richtig Power hier drin. Hier haben wir den Tankentnehmer reingemacht. Das ist jetzt eigentlich nur Nebensache, ich habe ja schon mal gezeigt, wie wir das verbauen. Und unten wird der ganze Auspuff jetzt noch gemacht und dann kommt die Elektrik. Das ist jetzt eigentlich keine große Geschichte. Was wir hier wieder machen, was auch ein Riesenthema ist, ist für ein Van, im Van das schon aus dem Weg tun eine Trockentrenntoilette die wir hier verbauen die Originale ist schon raus die haben wir schon rausgemacht das schaut dann so aus und hier verbauen wir eine Trockentrenntoilette die habe ich euch schon vorgestellt das Video verlinke ich euch auch weil die natürlich gerade im Van Bereich im Kastenwagen Bereich echt cool ist die passt überall gut rein kann man gut verwirklichen hat auch eine Kurbel. Ich habe es intensiv schon mal vorgestellt und das zeige ich euch und verlinke euch auch nochmal, damit ihr da nochmal zurückblenden könnt und euch das anschauen könnt. Falls euch das auch interessiert, ist das natürlich auch wieder ein Riesenthema. Trockentrenntoilette grundsätzlich ist ein Riesenthema. Die, die ist richtig gut. Ähm, schwören viele drauf, ist natürlich wie alles eine Geschmacksfrage, aber ist, ist eine gute Sache, kann man gut machen, es ist, ist ein tolles Ding. Das ist das Badezimmer, habt ihr gesehen? Hier schöne Eingriffe in, über dem Waschbecken. Also, ist eine, wie gesagt, ist eine Edition ähm, mit den Waschbecken hier drin. Also, es ist, ist, ist eine tolle Lösung. Die Stockbetten. Ähm, da hat sich Weinsberg richtig gut was einfallen lassen mit der Edition. Also muss ich echt sagen, es ist, ist eine schicke Sache. Da steht jetzt ein bisschen unser Werkzeug nur rum, weil wir alles abklebt haben noch, weil wir natürlich die Heizung verbauen. Ähm, jetzt habe ich mich übrigens, jetzt muss ich mich entschuldigen, ähm, ich habe hier keine Ebersbecher. Das ist jetzt total falsch von mir gewesen. Ähm, hier verbauen wir gerade eine Planar. Um, Planar kennt ja jeder, ist jetzt neu AirTune, äh, AirTerm, Term Air. -Term, Air, -Term, Air, -Term, Auto -Term, Air äh, ehemalig Planar, so muss ich sagen. Eine 2 kW Heizung, das ist es. Keine Ebersbecher. Wollte der Kunde so haben, die Planar, ähm, hat er sich so rausgesucht und naja, so verbauen wir das dann. Jo, das wollte ich euch nur kurz zeigen, aber an sich wollte ich euch den das Fahrzeug zeigen, ähm, weil ich halt einfach äh, finde, das Design von dem Auto mit dem Grau, den, den schwarzen Felgen dazu, also richtig klasse. Ähm, und mit der dritten das ist jetzt unsere nächste Baustelle, ähm, wo wir morgen beenden werden und fertigstellen werden. Und ja, dann geht es hier wieder weiter. Und dann freuen wir uns schon wieder aufs nächste Video, wo wir machen können wenn wir morgen die nächsten Autos reinholen. Da holen wir euch auch wieder dazu, beziehungsweise ich werde das wahrscheinlich an dieses Video anhängen, damit ihr in Folge das gleich sieht, weil das hier war ein relativ kurzes Video, damit er hier immer auf dem Laufenden bleibt, was bei Mika Caravan so passiert. Und ah, jetzt wollte ich euch noch was zeigen und zwar zu den Luftfiltern noch mal ganz kurz. Also hier sieht man so einen Truma-Auslass ne? und den nimmt man einfach, schraubt den auf und kann ganz leicht dann den Filter einsetzen und dementsprechend die Klappe wieder draufschrauben und dann ist es auch schon passiert. Und das Schöne ist, dass dann eben gewährleistet ist, dass dieser ganze Feinstaub sich nicht mehr in der Luft verteilt, sondern im Filter hängen bleibt und die Luft wesentlich, wesentlich sauberer wird und sauberer bleibt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jo, in diesem Sinn. Ähm, ja, heute Abend, heute gerade leer. Wir hatten heute einen Tageskunden, drum ist hier gerade die Werkstatt leer. Aber hier wird morgen auch wieder einiges passieren. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. So, hallo liebe Camper. Jetzt sind wir schon wieder einen Tag weiter. Und ihr seht, hier haben wir jetzt die Auslässe reingemacht. Die Originalauslässe von Webasto, obwohl ich weiß, ich habe mich gestern versprochen, eine Planarheizung ist, aber dennoch haben wir hier die Auslässe reingemacht, weil der Kunde die hier oben zweimal wollte. Ähm, normalerweise machen wir immer einen seitlich und einen oben. Aber die haben natürlich den Vorteil, dass sie sich in alle Richtungen dementsprechend einstellen lassen. Und somit kann jetzt der Kunde sich das dementsprechend einstellen, wo er die warme Luft hinhaben möchte. Und ja, das ist natürlich schon eine tolle Sache. Somit ist die Dieselheizung heute auch schon gelaufen und abgeschlossen. Das Thema funktioniert. Und jetzt haben wir uns aktuell um natürlich noch das offene Thema gekümmert, wo ich euch ja schon angesprochen habe. Hier die Trockentrenntoilette, die wir hier jetzt noch verbauen. Da wird jetzt dann das Lüfterrohr noch runtergezogen. Ähm, da müssen wir hier noch eine kleine Abkastung machen, weil hier war ja die alte Toilette. Das machen wir natürlich zu und wird ein bisschen ausisoliert, damit dementsprechend hier nicht direkt kalte Luft reingeht. Ja, und dann ist die Toilette hier auch schon wieder fertig verbaut. Die ist speziell für ein Van, also ein ganz tolles Exemplar. Die ist richtig geschickt. Die haben wir jetzt auch schon etliche Male verkauft weil die natürlich im Van richtig gut reinpasst. Also ist echt eine tolle Sache. Ich denke, morgen Vormittag werden wir das Thema hier gar abschließen. Das ist alles soweit vorbereitet. Das sind bloß nur wenige Handgriffe, um die Verkleidung, die Verkleidung noch schön zu machen. Oh, Entschuldigung. Oh Gott. Und äh, dann ist das Thema durch und dann sind wir hier fertig. Dann kommt auch schon der nächste Kunde. Und jetzt zeige ich euch aber noch einen anderen äh, Kastenwagen, den wir auch schon herinstehen haben. Da waren wir heute auch schon fleißig. Ähm, das ist einer unserer Stammkunden. Der ist hier öfter bei uns. Und hier haben wir schon einiges gemacht. Das zeige ich euch einmal kurz. Wir haben bei dem Fahrzeug, da nehme ich euch mal mit, mit aufs Dach schon hier zweimal Solaranlage verbaut von der Firma Büttner zweimal 160 Watt was hier drauf gepasst hat also das waren die Größen, großen Paneele also richtig schick jetzt haben wir noch mal prüfen sollen ob man noch mal eine drauf kriegen und ja da hinten passt noch mal eine drauf hier quer da werden wir wahrscheinlich auch noch mal eine rüber machen der Kunde möchte noch mehr Strom haben er sorgt vor, weil die Autarkie natürlich immer wichtiger wird ähm, und die Steckplätze, die Stromsteckplätze immer knapper werden. Ähm, ja, leider wächst natürlich die Infrastruktur nicht so mit wie die Neuzulassung in der Wohnmobile, aber dazu dagegen muss man sich ein bisschen wappnen. Dann habe ich hier schon vor längerer Zeit eine Dieselheizung eingebaut. Das war einer unserer ersten Kunden, der diesen Wunsch hatte, den wir dann auch da umgesetzt haben und der selig glücklich ist mit dieser Umrüstung, dass er die Truma, die Gastruma rausgeschmissen hat, um eine ähm, Dieseltruma einzubauen. Also er hat gar nichts bereut, ganz im Gegenteil. Und hier haben wir dann nur die Sog mit verbaut. Also, auch das haben wir bei dem Fahrzeug gemacht. Dann haben wir halt, nein, das war auf der anderen Seite, haben wir eine Scheibe mal gewechselt. Genau, das war die hier, weil das Fahrzeug hat einmal einen klitzekleinen Unfall gehabt. Dann haben wir hier eine neue Scheibe mit eingesetzt, damit die wieder sauber passt. Und was haben wir noch gemacht? Eine zweite AGM-Batterie haben wir mit eingebaut. Und. Dann haben wir noch was ganz Tolles gemacht, das zeige ich euch mal. Und zwar hier diesen Kühlschrank. Hier war früher ein Absauberkühlschrank. Und wir haben jetzt hier einen Dometic verbaut, einen Kompressorkühlschrank. Den kennt ihr alle, der war auf YouTube schon oft genug Thema, den man natürlich beidseitig öffnen kann. Das ist eine ganz tolle Sache. Da haben wir eben den ursprünglichen Kühlschrank als Absauber rausgemacht. Die Breite hat gut gepasst, nur die Höhe war ein Problem. Der alte war wesentlich höher wie der neue. Und das war aber für uns kein Problem, denn dann haben wir hier unten einfach einen sauberen Schubkasten eingebaut. Das heißt, hier haben wir einen kleinen Riegel mit einem Pushlock und dann hat er hier einen richtigen Schubkasten, Sicherungsriegel wieder zu und schaut sauber und ordentlich aus, fügt sich unheimlich gut in die Originalfront ein, da war man ein bisschen erfinderisch, haben einen Zwischenboden eingezogen, also ich möchte fast sagen, es schaut fast so aus, als ob so gehören würde. Also ich sehe keinen großen Unterschied. Also echt toll geworden. Und somit hat der Kunde statt dem Absauberkühlschrank kühlschrank eben hier einen wunderschönen Kompressorkühlschrank. Und auch diesen Umbau hat er alles andere als bereut. Denn äh, wie hat er immer so schön gesagt, wenn ich ein kühles Bier trinke oder im Campingplatz stehe bei 30 Grad und ich möchte ein kühles Bier trinken, dann muss, wenn ich die, Kühlsch die Bierflasche aus dem Kühlschrank nehme, muss die anlaufen. Und das war natürlich beim Absauberkühlschrank nicht möglich, aber hier beim Kompressorkühlschrank ist das natürlich überhaupt kein Problem und funktioniert tadellos. Und damit er das alles unter Kontrolle hat, haben wir hier, das ist jetzt gerade zerlegt, natürlich auch einen Batteriecomputer eingebaut. Warum haben wir das jetzt alles rausgenommen? Weil wir ihn jetzt natürlich einen Wechselrichter einbauen damit er auch auf alle Steckdosen 230 Volt äh, hat. Dann haben wir hier sauber und ordentlich die Netzumschaltung gemacht, die Netzumschaltung, Netzvorrangschaltung gemacht. Hier seht ihr auch die Dieseldruma, wo wir verbaut haben, ähm, mit den neuen Abgasrohrsituationen und da hinten der neuen Abgasführung und den neuen Abgaskamin, äh, den ich hier verbaut habe. Und dann haben wir hier Zwei FIs natürlich dementsprechend. Jo, und so kriegt der jetzt hier einen Wechselrichter verbaut mit zwei AGMs. Und jetzt fragt sich jeder, ja, warum hat er noch die schweren AGMs da drin und macht sich hier keine Lithium rein? Ja, habt ihr vollkommen recht, aber man muss natürlich auch ein bisschen wirtschaftlich denken: die AGMs sind noch top in Ordnung, die sind noch richtig gut weil sein Strombedarf durch die große Solarplatte oben am Dach oder die zwei großen Platten die Akkus nie unter 10, 20, 30 Prozent entladen werden. Und somit haben die nur Vollpower und sind nur richtig gut da. Und da wäre es natürlich absoluter Quatsch, solche Platten hier rauszuschmeißen, äh, äh, solche Akkus hier rauszuschmeißen, wenn sie nur wunderbar funktionieren. So wie die Akkus natürlich nachgeben, da haben wir auch schon gesprochen und ist zeitliche Segnen, werden wir hier natürlich auch ein Lithium verbauen. Aber solange das natürlich alles noch funktioniert, werden wir das auch so lassen. Da haben wir aber einen Wechselrichter verbauen und hier natürlich dann höhere Ströme fließen, muss hier natürlich äh, etliches ausgetauscht werden. Hier müssen wir dickere Kabel nehmen, weil das können wir so nicht lassen. Das ist natürlich dann der Querschnitt zu klein. Bis dato hat es gereicht, weil natürlich keine hohen Ströme geflossen sind. Äh, aber jetzt wird es anders. Also ziehen wir natürlich entsprechend ein 50 Quadratkabel ein. Ähm, der Weg reicht aus. Es ist ein kurzer Weg hierher. Da reicht ein 50 Quadratkabel locker aus, von Büttner war empfohlen 35. wir sind auf 50 gesprungen. Dann sind wir da safe und haben da keine Probleme. Und ich gehe immer lieber mal ein Quadrat, also eine Quadrat- oder ein Querschnittssprung weiter, um wirklich sicher zu sein und damit eine tatenlose Funktion gewährleistet ist. Also das machen wir hier. Dann kriegt der Kunde natürlich auch noch in der Heckgarage LED-Lichter verbaut, weil das ist natürlich immer recht dunkel da hinten drin. Das heißt, ich habe die Erlaubnis, dass ich filmen darf. Dass da oben, wenn man im Dunkeln ist, kommt abends auf den Campingplatz, will das alles aufbauen, ist das natürlich immer wegen Dunkel hier. Drum machen wir hier äh, nur einen Schalter hin und zusätzlich aber auch noch Steckdosen für 230 Volt und so weiter. Und dann kann man hier zwei LED-Lampen, dass die Garage hier richtig schön hell ist. Dann sieht man auch was, wenn man hier richtig ausräumt und kann dementsprechend seinen Platz aufbauen, kurz und bündig und hat eine gute. Durchsicht und dann ist das alles fix und fertig. Und dann ist das eine tolle Geschichte. Jetzt muss ich kurz auf den Auftrag spicken, was wir noch machen. Ah ja, wir machen ja auch noch einen Umbau auf Druckpumpenanlage. Er hat eine ganz normale Tauchpumpe. Die möchte er nicht mehr haben. Er möchte mehr Druck auf dem Wasserhahn haben. Also verbauen wir hier auch noch eine Druckpumpe und schmeißen die Tauchpumpe raus. Auch das ist möglich. Es sind natürlich zwei, drei Sachen zu beachten, das ist ganz wichtig. Einmal ist zu beachten, dass die Schläuche, die da drin verbaut sind, den Druck auch aushalten, weil ja, es gibt auch Schläuche, die den Druck nicht aushalten oder beziehungsweise nicht dafür vorgesehen sind, aber in dem Fall ist es dafür vorgesehen, das prüfen wir natürlich im Vorfeld immer. Und zum Zweiten müssen wir die Verbindungen prüfen. Ähm, es gibt die normalen, ähm, na, wie heißt's, die Schellen, wo man manuell zuziehen kann. Die sind recht gut. Die halten auch dicht. Das funktioniert. Haben wir schon mehrmals probiert. Es gibt aber auch diese, ach, so, so, Schellen, die mit einer Zange nur ge, gequetscht waren. Da reicht der Druck immer manchmal nicht aus. Das hat man schon mal. Dann kann da mal passieren, dass es Tröpfeln anfängt. Aber die werden dann dementsprechend ausgetauscht, damit wir da richtig safe sind, damit da alles hundertprozentig dicht ist. Also das prüfen wir auch immer dementsprechend. Aber das ist natürlich eine heitle Geschichte, da muss man sauber arbeiten, damit man das auch sauber gewährleisten kann. Ähm, das ist eine ganz wichtige Geschichte, aber alle Fahrzeuge, die wir bisher umgerüstet haben, laufen tadellos und ohne Probleme. Jo, das ist hier noch dran und dann kriegen wir hier noch äh, die Brickstop, die Einbruchschutz auf Hecktüre, Schiebetüre und Fahrertüre, auch das wollen wir hier noch verbauen, damit wir hier dementsprechend auch eine große Sicherheit haben. Und dann kriegt das Fahrzeug noch zusätzlich einen max -Van. auch den bauen wir ein, den bauen wir hier hinten im Schlafgemach ein, damit der Kunde hier frische Luft kriegt. Da haben wir ja hier das Dachfenster, das eignet sich hervorragend. Das machen wir raus und dann werden wir hier oben ein Max-Van verbauen. Damit auch hier die Frischluft dementsprechend zirkulieren kann, beziehungsweise Frischluft reinkommt oder man die verbrauchte Luft rausnehmen kann. ist eine tolle Sache, der Maxvan. Den verbauen wir, wie gesagt, ja, sehr oft und ist eigentlich auch immer wieder ein Riesenthema. Jo, das haben wir. Das haben wir. Habe ich was vergessen? Nein, ich glaube nicht. Äh, so weit haben wir alles, was wir hier verbauen. Also ist ja doch eine ganze Litanei. Lauter Kleinigkeiten, ein paar Kleinigkeiten, spezielle Sachen. Und da wird das Auto wieder richtig aufgemöbelt, richtig fit gemacht für die kommende Saison, die jetzt hoffentlich bald losgeht. Und da freut sich der Kunde schon drauf und wir uns dann natürlich auch. Wenn das alles wieder wunderbar funktioniert und wir wieder fahren dürfen und wieder unterwegs sein können. Und mit dem Fahrzeug ist er dann auch richtig schön autark unterwegs und hat seine Wünsche gar berücksichtigt. Ein paar Kleinigkeiten haben wir dann noch: Lithium-Akku, zusätzliche Solarplatte. Ja, und dann haben wir aber wirklich aus den vollen geschöpft bei dem Fahrzeug. Dann hat das Auto keine Wünsche mehr offen. Ist auch ein seltenes Fahrzeug mal dazu gesagt, also ich habe so ein Fahrzeug nicht oft hier stehen, weil das ein H3-Dach ist. In der hohen Version sieht man relativ selten, weil die meisten sind ja H2. Aber das ist ein H3-Dach, also sehr hoch. Man sieht es auch hier an der Markise, ne? also die ist ja seitlich montiert und nach oben ist da ziemlich viel Platz. Also ist ist ein ähm, schönes Auto, sehr großes Raumgefühl durch das, dass es ein h 3 dach ist. Der Kunde ist natürlich auch sehr groß, somit für ihn natürlich auch sehr komfortabel. Und tolles Auto. Jo, in diesem Sinn, das machen wir heute, dann haben wir, äh, haben wir heute gemacht und machen wir morgen noch fertig. Und dann haben wir noch einen dastehen, der kriegt am äh, Donnerstag wahrscheinlich, wenn wir das machen. Ein Luftfahrwerk verbaut und auf der Vorderachse neue Federn, damit äh, da dementsprechend ein bisschen äh, Steifigkeit da ist mit äh, schönen 18 Räder. Auch da nehme ich euch mit, das zeige ich euch natürlich auch. Und was haben wir dann die Woche noch? Eine Kleinigkeit haben wir noch, ähm, aber das sind mehr so, so Notsituationen. Satellitenschüssel müssen wir reparieren. Die funktioniert nicht mehr richtig und ja, noch ein paar andere Kleinigkeiten. Und ja, aber da hole ich euch auf alle Fälle wieder dazu. Und in dem Sinn wünsche ich euch einen schönen Abend und eine tolle Restwoche und Woche bleibt's gesund und schaut fleißig unseren Kanal äh, über ein Daumen hoch. So geht's, würde ich mich natürlich freuen. Und vielen Dank auch für die vielen Abonnenten. Das ist unfassbar und äh, ja, auch überhaupt gar nicht selbstverständlich. Ich sehe das auch gar nicht als selbstverständlich, ganz im Gegenteil. Ich bin da jeden Tag geblättet, da da wirklich jeden Tag ein, zwei, drei Abonnenten immer wieder dazukommen. Und ich finde es einfach nur wahnsinnig toll, dass ich mit meinem Kanal so viel Interesse auch geweckt habe oder geweckt oder Wecke und ähm, da bemühe ich mich natürlich auch dementsprechend interessante Sachen euch immer zu bieten und freue mich auch schon auf weitere große Projekte und dafür einfach auch nochmal ganz lieben Dank und ja dann bis die Woche noch und alles Gute und schöne Grüße aus dem Tschüss, ciao, ciao.